Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Walking Dead, Episode 4, hinter jeder Ecke. Ja, gestern haben wir die Episode 4 gestartet und ja, wir haben einen Unterschlupf gesucht, den haben wir auch gefunden. Aber vorher haben wir einen, ja, wie soll ich das sagen, einen Stalker getroffen. Der Stalker, der hat Kontakt gehalten mit Clementine über das Walkie-Talkie. Und wir wissen nicht, wer das ist, um welche Person es sich handelt hierbei. Jedenfalls verfolgt die uns und die Walker verfolgen uns auch. Und wir werden jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Kenny war auf dem Dachboden und kommt irgendwie nicht mehr runter. Und ja, wir schauen mal, warum nicht. Es geht los. Ich bin gespannt, was da los ist mit dem Kenny. Kenny? Macht er da? Sieht komisch aus. Kenny, you okay, man? Oh, Jesus. What the hell is that? Oh, my God. Was liegt denn da? Oh, ein Junge. Oha. Kinda looks like Duck, don't he? It's just a kid. What the hell happened to him? Ain't nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Before it was your own son. Now it's just a kid who needs your help. You can do this, Kenny. You need to do this. I know. I just... Oh, God. Ja, ist nicht so einfach, ne? Soll ich jetzt Kenny echt die Waffe geben? Soll ich es ihm tun lassen? Wird er es bereuen? Ich weiß es nicht. This must have been where he slept. Ja, der hat sich da versteckt und ist verhungert. Elendlich. Ah, Mann. Ach, ich weiß nicht, ob ich Kenny die Waffe geben soll oder ob ich das machen soll. Oder gehen wir einfach, aber wir können ihn doch auch nicht so lassen. Oh, ich finde das immer so schwierig. Ich gebe ihm die jetzt. Here. This'll make it clean and quick. I don't know that I can do it, Lee. Ich weiß es It's nicht. Okay. I'll take care of it. Dann machen wir das halt. Just ran out Er ist of nicht food, in der Lage dazu. Ich zwinge ihn jetzt nicht dazu. Like we still might. What a way to live. What a way to die. Tja. Darum. Already. He probably died of dehydration before he starved. Damn. Ich kann ihn auch nicht so liegen lassen, mein Gott. Ich meine, ich mache das nicht gerne, aber guckt euch den doch mal an. Poor kid must have tried to hide out up here until he starved to death. Oh, this could have been Clementine if I hadn't found her when I did. Treten tue ich ihn jetzt nicht. Wir machen es kurz und schmerzlos. Auf jeden Fall. Er quält sich eh schon. Oder hätte ich ihm das machen lassen sollen? Ich weiß es nicht. Der Arme. Warum muss es immer so schrecklich enden? We should bury him. Ja. I'll take care of it. Das sollten wir tun, das finde ich auch. Das ist eine schöne Idee. Dass wir ihn nochmal begraben und ihm die letzte Ehre erweisen. Ach, was passiert noch alles? Echt schwierig immer wieder. Mir fällt es immer so schwer, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Das sieht immer so einfach aus, aber ich finde es nicht einfach, sich dafür zu entscheiden, wer das macht. Und ja, diese ganzen Schicksale, die man hier erlebt, das ist schon echt krass.
Aber wo sind denn die Eltern? Das sind ja, ist ja nur seine Leiche, in Anführungsstrichen jetzt. Die Eltern, die sind einfach weg? Oder wurden die gefressen? Oder, ach, keine Ahnung. Oh. Lee, geh nicht so zickzack. Leg ihn rein. Zu seinem Hund. Dann sind die wenigstens beisammen. Ach man, der Arme. Ja. Dann schaufeln wir mal. Ist ja gut, wir machen ja schon. Muss ich jetzt hier einen Sandhaufen nehmen? Oh Gott. Kann ja ewig dauern. Das Clementine. Unsere Clementine. Noch ein bisschen Erde, ne? Oh Gott! Hab ich mich verjagt. Da stand jemand. Da steht immer noch jemand. Hey! Hey! Oh. Ich war eben... You stay the hell away from us! Ich war eben total, dabei hier. Ich bin voll erschrocken. What's going on? Ne, da war irgendjemand. Das ist wahrscheinlich dieser Stalker. I saw someone standing there by the fence, watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. They ran off before I could get a good look. I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing, but the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walkers look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's out there keep us boxed in, wait for them to starve us out? No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. Omid's not in great shape to move, but we can't do anything for him here. Without meds or a doctor, he's only gonna get worse. All right, all right. I'll head to the river with Kenny to scope out a boat, while you get Omid ready to move. What about me? You'll stay here with the group. You'll only slow us down. Wait, can't I come? My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here?
That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear, while I'm gone, anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Gut, ist das geklärt. Und pass auf Clementine auf. Wo gehen wir jetzt hin? Ein Boot suchen? Wir können hier rein. Okay, es geht weiter. Wir sind irgendwo draußen. Infiziert. Ja, Kenny bereitet mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, der dreht irgendwann noch durch. Ich bin mir sicher, aber ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl. Hey, so you want to talk about it? About what? About what happened back there in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Son of a bitch. That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Das sogar ein... Achso. Ich dachte eben, dieses Kriechen, da ist ein Hund. What in the hell is going on? Das war kein Hund, oder? Das war ein Walker. Hoffentlich gehen die vorbei. Maybe whoever's ringing that is just trying to distract us, create a diversion. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Let's keep moving. Gut, wir gehen weiter. Solange uns die Walker vom Hals bleiben. Still nothing moving behind us. I think we're... Was ist jetzt los? Oh my God. Was denn? Oh. Da sind Boote, aber... There's gotta be a boat. There's gotta be. Ja, Boote sind da, aber ich glaube nicht, dass sie funktionieren. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan! It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Motz mich doch nicht so an. Ich kann das kleine Kind da, das ein Zombie geworden ist, ja nicht einfach so lassen. In so einem Zustand. Das ist ein Boot, aber das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. This one might still be salvageable. Womit? You better be right about this. I said it might be. Me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. Ja, sehr gut, Entschuldigung. I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Ich soll ihn ja in Ruhe lassen, der ist aber nicht nett. Was ist da denn? Ist das Walker? Da guck ich gleich mal hin. Great. Needs a quarter to work. Toll. Ich habe auch kein Geld. Was ist das da? Warum hängen die da alle? Wie
widerlich. Fuck. Wer hat das gemacht? Stay out. Warning? We'll do something like this. Using walkers like scarecrows. What sick bastard did this? Die werde ich jetzt aber auch nicht erschießen. Wer weiß, nachher kommen dann noch mehr Walker oder so oder irgendwas anderes. Irgendjemand muss es ja auch aufgebaut haben. Wie widerlich. Ich weiß nicht, kann man hier irgendwo Geld finden? What the hell are these markings? They're all over the place. Okay, irgendwelche Markierungen, die scheinbar überall sind. Was soll ich denn schießen? Better not. Nö, kann ich auch gar nicht. Gut. Hätte ich auch eigentlich nicht gemacht. Wenn ich sagen könnte, dass der 25 Cent irgendwo in seiner Tasche hat. Da sind schon wieder diese Markierungen. Could be military tags, but what do they mean? Das weiß ich nicht. Bin ich beim Militär. Eine Kasse! Die plündern wir. Bitte 25 Cent. Hello, beautiful. Empty. Toll. Yeah, that would have been too easy. Someone already looted the place. Schön. Ich brauche 25 Cent. Ich brauche 25 Cent. Wie weit kann ich mich denn entfernen? Bis dahin? I should probably stick close to Kenny. It's too dangerous out here. Okay. Und wie kriege ich 25 Cent? Mann. Aufbrechen? Nicht so laut. Oh, cool. Wir haben 25 Cent. Yes. Wir sind reich. Ich bin reich. Ich bin reich. Das da finde ich eklig, was hier ist. Dass da... Wer das wohl macht? So. Und guck mal rein. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? What the hell is that? A fate worse than death. Vielleicht durchgucken. Jetzt sehen wir irgendwas. Oder irgendwen. Ist das ein Gebäude? Like every other place in the city. No sign of any boots down there. Nee, sehe ich auch. No way that one's salvageable. The Talmadge Memorial Bridge. Can't imagine how many people tried to escape across it when the city started to fall. Oh, ist das? What the hell? Da kommt irgendjemand. Get down! Get down! Da kommt jemand. Ist das unser Stalker oder jemand anderes? Hiding. Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? Saw him run into that newsstand. Da steht er doch. Bell ringer. Sieht er doch. We go find out. Sounds like a plan. Okay, you head up the middle of the street. I'll go around the side, cover your flank. We'll come up on him quiet, take him by surprise. Okay. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Gar nicht auffällig.
Er ist da, also geht da links, rechts rum oder was? Ich kann gar nicht entscheiden, wo ich lang gehe. Oh, oh. Wahrscheinlich überrascht uns gleich. What the? Ey, kann gar nicht so schnell klicken. Ey, lass mich bloß in Ruhe. No! Clementine, hast du uns gefolgt? Please, don't hurt him! You're not from Crawford. So is he. Have you been following us? Following you? Kenny, don't! No, he's with us! Ah, super. Jetzt kommt die Zombie-Invasion hier, oder was? Who the hell are you people? Wir stehen hier rum. I asked you first. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Süß. Clementine ist niedlich. You guys really aren't from Crawford, are you? Nein, so bin ich. I don't even know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive. Stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero tolerance policy for anyone who won't or can't live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one who might be a burden on the community. Crawford's all about the survival of the fittest. That's how they survived, while the rest of the world went to shit around them. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it. What exactly did Crawford do with all these burdens? What happened to them? Well, you met some of them already. Fuck me. Yeah. Anyone who got sick, anyone too old, anyone they figured wasn't strong enough to survive. To them, those people were just mouths to feed, a drain on their precious resources. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival,
They'll eat anything, alive or dead. That was pretty smart, the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. You just gotta move fast, get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? We're just trying to survive, same as you. And the only way we're gonna survive is by getting on a boat and getting the hell out of here. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Right. Und da kommen sie schon, die Zombies. Na super. Isn't that the way we came? Fuck. Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Monica, is there a... Ach toll, sie haut ab. Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Zum Glück haben wir Clementine. Ich glaube, sonst hätte sie uns alleine gelassen. Na? Come on, make it fast. Okay, Clementine ist oben. Fuck me. Come on, hurry. Come on! No, man. One good jump. Ah, toll, wir kommen ja nicht hoch. No! Oh, nein! Hurry! Ich versuch's ja. Mein Gott, die kommen ja von allen Seiten jetzt. Ah! Hier weg! Come on, Lee! Get your ass out of there! Okay. Can't get it open! Here, use that to pry it open. Ja, komm schon. Cool. Und rein. Wir sind weg. So. Ja, wir sind entkommen, leider in die andere Richtung. Und jetzt sind wir getrennt von Clementine, Kenny und dieser Molly da. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt und ob wir da wieder rauskommen und. Hoffentlich finden wir unsere Gruppe wieder. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet oder ein Abo auch da lassen würdet. Ja, und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.